So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und es ist soweit, ne? Wir wollen das Krypto Apex Lugia abholen. Was ist vier? Das ist einmal ich und dann ist einmal hier der Hannes. Das ist Hallo. der Hannes. Und wie habt ihr gesehen, was der Hannes mitgebracht hat? Den Bismarckturm, der feuchte Traum meiner albträumen Nächte mit Wolken drum und so. Also ich habe keine Ahnung, wie man das gerade nennt. Das ist das, was ihr eigentlich tagsüber mal sehen wolltet. Wenn wir hier gemütlich übernachtet hätten und wären dann frühs aufgestanden, wären wieder aus diesem Turm raus, hätten uns hier auf den Rastplatz am Bismarckturm gesetzt. Da ist eine Feuerstelle, da wollte die Bianca mit ihrem Schlafsack schlafen, damit wir die nachts anzünden können. Und das war unser Tisch, da haben die Mädels tagsüber da noch Frühstück gemacht am nächsten Tag und alles. Und ich setze mich jetzt in die Feuerstelle, da packe ich die Kamera hin, da habe ich den Hannes festgeschnallt. Und wir wollen jetzt kurz, also das muss ich euch mal zeigen, weil ich muss mich ja erst setzen. Wir nehmen Rücksicht, mein Knie ist noch kaputt. Die Brille ist auch noch fort. Legen das jetzt hier hin. Ich setze mich so vor die Sonne. Dann seht ihr, wir haben ja diese Aufgabe bei der Spezialforschung, wo man eigentlich das Krypto Latias bekommt am Ende. Dann, wenn man Giovanni besiegt, gibt es ja auch gewinne einen Raid. Deswegen möchten wir jetzt hier diesen Raid machen. Und dann möchte ich hier das abholen. Da ist nämlich das Apex Lugia drin. Ich gehe jetzt hier drauf. Hannes, bist du soweit? Ich bin soweit, ja. Der Hannes, der muss nämlich jetzt den Cheffe 24 einladen und den Kleingeist. Ich öffne jetzt und ich habe auch fünf Leute, die ich einlade. Die haben wir in der WhatsApp-Gruppe gesucht. Ich gehe jetzt also hier drauf. Ich drücke auf Einladen. Machen jetzt diesen hier und haben dann Jenaya, Henry Niki, Prinz, Drachek und Patsch. Das sind die fünf Leute, die ich einlade für diesen Raid, für dieses Video, für das Apex Lugia Video. Oh mein Gott! Grüße an Pisa-Fan TV an der Stelle. Metacross sieht schon mal gut aus, schlägt nämlich gerade automatisch vor. Kleingeist und Chef ist auch eingeladen. Kleingeist-Chef sind auch eingeladen. Ja, der Alex, also der Kleingeist, also der Bockwurst-King, das ist der, der mal die 890er gesammelt hat, ne? Und Cabofala, ja, finden die Mädels immer ganz nett, sagen sie. Ist Typ Fee, deswegen Stahl ist da immer gut, habe ich ja immer mein Team hier genommen, das heißt EMP, warum auch immer. Und das seht ihr, das wird vorgeschlagen. Und das ist das Team, was ich eingestellt habe. Das sind 6 Meter groß. Und hier sind auch 6 Meter groß. Also 4-2, 3-9, 4-2, 4-2, 3-7, 3-7. Ich glaube, das erste ist ein 100% auf Level 50. Ne, würde gar nicht passen, ne. Das erste und das zweite sind zwei Krypto-Meter groß. Weil die mehr Schaden machen, sind die als erstes. Und das dritte hat ja mehr WP als das erste, also ist das dann eins mit 100% auf Level 50. Die sind alle vier, die ersten vier sind alle auf Level 50. Aber die ersten zwei sind Kryptos und das dritte und das vierte sind 100er. Hier ist die Reihenfolge halt dann ein bisschen anders, aber im Endeffekt nehmt einfach Metagross, dann habt ihr das auch. Ja, Ivar Scharf ist drin, Mäusekind ist auch drin, Jenna, Drachek, Patsch, Inriniki, Prinz, Kleingeist, Cheffe, Ramses. Das passt also. Wir machen jetzt also den Kapufala Raid hier. Ich weiß gar nicht, wann das Video online kommt. Ich weiß nur, dass am Dienstag, wenn der Hannes eigentlich wieder zurückfährt, der nächste Raid-Boss-Wechsel ist, Kapufala, dann aus den Raids verschwindet und dann die Tiergeistform von Voldolos, glaube ich, reinkommt. Wo viele Leute Bock drauf haben, weil das einer der besten Elektroangreifer mit ist. Weil es das erste Mal als Shiny da ist in der Tiergeistform. Ich habe meinen 100er schon auf Level 50. Aber ich werde das Shiny suchen. Das ist auch nur eine Woche da und da werden wir auch vermehrt wieder Raids für Zuschauer machen, denke ich mal, dass ihr da Shinies bekommen könnt, dass ich mit für Interaktion mitmachen kann. Joa, Hannes, schaffst du eigentlich den Community Raid noch am Dienstag oder wann fährst du? Mal, ich schau gerade nach. Hannes hat alles dabei, der weiß zwar nichts auswendig, Nee. der guckt da an dem Dach, in welchem Zug er sitzt, ob es der richtige ist und dann ist 12:01 gut. 12:01 fährt er, das heißt, wenn wirklich 11:10 direkt einer aufgeht, könnten wir sogar den Community Raid noch zusammen machen am Dienstag. Jo. Und dann
ihn zum Zug bringen und dann kann ich das hochladen und dann abends Raids für Zuschauer machen und Mittwoch kommt dann wohl Raider Mittwoch, das heißt vielleicht am Donnerstag dieses Video, wenn Kabufala gar nicht mehr da ist, aber es geht ja um das Apex Krypto. So Hannes, wie gut ist deins? Du weißt, die Werte sind 1996 und 2496, die kann man sich bei dem auf jeden Fall sehr gut merken. Dank Julchen habe ich ja schon 100er. Ach so, stimmt, ja. Was hast du jetzt? Ich habe 1961. Das ist also in Ordnung, aber könnte natürlich besser sein. So, wir tun mal so, als würden wir es fangen. Und dann holen wir das Krypto Apex Lugia ab. 19, da bist du schlechter als ich. Das ist schon mal gut. Jetzt tun wir weiter hier so den Ball. Der erste war zu weit, der zweite war zu kurz. Jetzt haben wir ihn auf einfach fabelhaft eingestellt. Das heißt, wir werden jetzt nicht mehr curven, wenn er nicht angreift. Nur noch curven, wenn er im Angriff ist. Und dann jetzt immer versuchen, einfach fabelhaft zu treffen. Denn das ist der Schnellfang-Trick, den vielleicht einige von euch kennen. Das heißt, einfach Geduld haben. Ihr seht, der geht immer links, der geht immer rechts, der geht wieder links. Das ist halt immer nervig. Jetzt müsste ich nach links curven, das ist immer schlecht, deswegen warte ich, jetzt greift er an. Ich curve also kurz, habe erst gecurved, als er aktiv im Angriff war, deshalb hat sich der Kreis nicht mehr verstellt, aber ist trotzdem auf einfach fabelhaft eingetroffen. Das werden wir jetzt wiederholen, bis er drin ist. Das geht eigentlich recht schnell, außer wir haben wirklich mega nicht Luck. Habt auch keinen Luck jetzt drauf. Nee, also wir haben natürlich Pech. Da kann es sein, du wirfst einfach alle Bälle drauf und es zieht sich 300 Jahre. Kabu! Wie findest du Kabufala? Naja, ich weiß nicht, wofür man es mal brauchen kann, aber... Vom Design her so? Ja, Design finde ich sehr nice. Sieht cool aus. Ist mir dann später erst aufgefallen, das heißt ja, das sind Schutzpatronen, dass das halt wirklich eigentlich alles Eier sind. Also wenn du den jetzt zusammenklappst, zusammenfaltest... Einmal oben zusammendrückst, dann sieht das ja aus wie ein Überraschungsei, nur in rosa. Aber das war ja bei Kaburiki auch so, nur dass der halt zur Seite ausgeklappt war und dann Arme hatte. Aber wenn du den zusammenfaltest, ist der eigentlich auch eine Patrone. Deswegen sind sie ja Schutzpatronen, versteht ihr? Habt ihr wirklich mal euch das Design angeguckt? Schutzpatronen. Und das auch, das hat halt oben jetzt einen Hut auf. Und wenn du das von oben nach unten zusammendrückst, ist das auch eine so eine Patrone. Und dann kommt ja noch Kaputoro und Kapukime, das sind auch Patronen, nur mit anderen Farben. Und das eine wirkt wieder ein bisschen, Kaputoro wirkt wieder ein bisschen männlich und Kapukime wirkt auch wieder ein bisschen weiblich so, mit Hörnchen auf dem Kopf. Jetzt gefangen hier in Römhild. 13, 14, 12, also wie gesagt, nicht das Beste. Das Beste, was ich habe, ist immer noch, glaube ich, ein 96er mit 15, 13, 15. Weil wir jetzt aber die Aufgabe abgeschlossen haben mit einen Raid machen, holen wir jetzt mal hier aus der Giovanni-Forschung kurz die Sachen ab, gucken, wie es in der Giovanni-Forschung weitergehen würde. Da ist ein Karpilz, was auch ein sehr guter Pflanzenangreifer ist, aber auch als Kampf-Pokémon nicht zu unterschätzen. Den tüt man auch mal ein, bewerten den kurz und gehen dann in der Meisterwerk-Forschung auf das Apex Kryptologia. Was eigentlich komplett egal wäre, weil ich habe ein 100% Lugia. Das heißt, selbst wenn das jetzt ein 100er werden würde beim Erlösen, würde ich es nicht erlösen, weil ich ja schon 100er habe. Und wenn es kein 100er Krypto ist, sondern irgendein Krypto, dann ist es eigentlich egal, weil es könnte ja irgendwann immer noch ein besseres kommen. Bei Ho-Oh, ich habe kein 100er Ho-Oh gehabt, da hätte ich mich gefreut, wenn es ein 100er gewesen wäre, nach dem Erlösen. Das Kapilz jetzt auch mit 15, 15, 12. Lassen wir mal so stehen. Gehen wir mal hier rein. Gehen wir hier aufs Kapitel 2. Alles One-Take, guck mal, One-Take-Video, du brauchst keinen Schnitt, du guckst einfach, was der Professor sagt. 5 Krypto-Fang, 3 gute Curveball-Würfe hintereinander, 5 Team-Go-Rocket-Rübel besiegen. Wir wollen jetzt aber hier das Apex-Krypto-Lugia abholen, was wir nur haben, weil wir jetzt ein Krypto-Latias gefangen haben in einem Video, was wohl am Sonntag noch online kam. Wir drücken also jetzt einmal hier drauf, das sieht schon mega brutal aus. Hat 15,63. Ich weiß nicht, wie gut oder schlecht das ist. Weil ich ja so denke, dass das immer drin bleibt, werfe ich jetzt einfach mal einen roten Ball mit einer gelben Beere. Es kommt raus. Oh mein Gott. Was passiert eigentlich, wenn das flieht?
Vielleicht soll ich silberne nehmen. Kann das überhaupt fliegen? Ich weiß es nicht, aber es ist nicht drin beim ersten. Ah, das ist so aggressiv. Schon wieder daneben geworfen. Ich glaube, ich nehme lieber mal eine silberne Beere und nehme gelbe Bälle, um auf Nummer sicher zu gehen, weil das ist nämlich schon wieder rausgekommen. So ein Scheiß. Vorhin das andere, das ist auf jeden Fall drin geblieben und hat Spaß gemacht. Also das am Sonntag, das Krypto Latias ist direkt drin geblieben, sodass du den Eindruck hast, die bleiben immer drin. So wie legendäre Shinies. Aber ihr habt gesehen, das ist ausgebrochen. Das hätte also auch fliehen können. 1563. Es sieht auf jeden Fall brutal aus. Es hat auch Luftstoß Plus. Ihr wisst, beim Erlösen hat das Luftstoß Plus Plus. Und jetzt bewerten wir es und es ist 14, 15, 10. Also nichts Halbes und nichts Ganzes, sage ich mal dazu. Ich kann ja mal gucken, das Krypto Lugia, was ich habe, wie gut das ist. Lugia und... Ich habe gar kein Krypto Lugia. Bin ich jetzt bekloppt oder was? Dann hätte ich es ja doch mit dem Pass abholen müssen. Ah, wo ist das Krypto Lugia hin? Hä? Aber... Hä? Was ist mit Ho-Oh? Ho? Und Krypto? Ach so, ne, ja gut, da habe ich zwei, genau. Und da habe ich zwei, weshalb? Weil ich habe das normale und ich habe das Apex. Ich glaube, es lag nur daran, weil ich das Krypto nicht ausgeschrieben habe. Also, wir machen jetzt hier nochmal Lugia hin. Doch, genau, da ist es doch. Ah, mein Gott. Das ist also das normale Krypto. Das Krypto Apex. Und das hier hat was? Oh mein Gott, das ist ja noch besser. Guck mal, Hannes, das ist das Apex. Und das ist... Okay. So, das Apex hat auf jeden Fall schon mal die besseren Attacken und sieht schon mal fetzig aus. Und da es ja keine Frustration hat, müssen wir das auch nicht erlösen, obwohl das ja jetzt gerade im Event möglich ist. Und ansonsten, wenn wir was mit Lugia zu tun haben wollen, gucken wir uns das hier an. Das ist nämlich ein 100% Lugia auf Level 50, auch mit Luftstoß aus Spanien gefangen. Ansonsten war es das eigentlich von meiner Seite aus. Wie gut war euer... Alter, ich versuche mal aufzustehen. Guck. Ah. 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 Wie gut war euer Apex Krypto Lugia? Der Hannes wird die Frage nie beantworten können. Der ist jetzt bei Tag 10 ja. Mit seinem Buddy. Das heißt, nächste Woche ist er wieder bei Tag 5. Der macht das nämlich geht nach hinten von der Zeit her. Genau. Wie gut war euer Krypto Apex, Lugia, wenn ihr das schon abgeholt habt? Schreibt es mal in die Kommentare und war es besser als euer normales Krypto Lugia von damals? Oder habt ihr mit eurem Radar ein zweites Krypto Lugia geholt und dann das Apex Krypto Lugia und habt jetzt insgesamt drei? Schreibt es mal in die Kommentare. Ansonsten war es das von unserer Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, vor Ort, euer Ramses und euer Hannes. Servus, pfiat euch. Schönen Tag noch. Schönen Tag oder schönen was? Tag noch. Es zieht wie Hechtsuppe, aber guck dir die Wolken an. Und den Matterpfahl. Und den Bismarckwurm. Und die Feuerstelle. So. Ich glaube, hier muss ich mit dem Naturin auch mal her. Da können wir ja mal hier übernachten oder so. Tschüss.